Das neue Semester hat angefangen und das bedeutet lesen, lesen und noch mehr lesen. Das macht einen ganz schön platt. Doch die Rettung ist da. Das kein Buch. Weg mit Büchern zum Lesen. Das kein Buch dient nur einem Zweck, der Zerstörung. Sein Inhalt, zahlreiche Zerstörungstipps. Dafür gibt's in der Bücherei ordentlich Ärger. Doch dem Keinbuch ist das egal. Endlich tun und lassen, was man möchte. Dinge, die man schon immer mit einem Buch anstellen wollte. Doch das Keimbuch hat auch fröhliche Seiten. Hier etwa können alle Freunde unterschreiben, wenn man welche hätte. Armes Keimbuch. Willst du vielleicht ein Kaugummi? Verena kaut es dir auch schon mal vor. Anvisieren? Ah, gar nicht mal schlecht. Aber probieren wir es doch mal mit etwas Gesünderem. Ja, ein guter Treffer. Schauen wir uns das nochmal in der Zeitlupe an. Ja, ein sehr schöner Treffer. Zur Belohnung gibt es ein Frühstücksei. Guten Appetit. Nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen. Schön gründlich, aber das Keimbuch nicht vergessen. Das ist zu ekelhaft. Wieso? Ist doch Zahnpasta. Doch es gibt einen Nachteil, wenn man mit dem Keimbuch durch ist. Man kann es nicht mehr in den Schrank stellen.